Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Wahl 13. Und falls Sie sich wundern, Mensch, warum steht ihr eigentlich jetzt im Treppenhaus? Draußen regnet es und da haben wir uns eigentlich mal gedacht, warum besuchen wir nicht mal einen Kandidaten ja, in seinem Wahlkreisbüro? Wie funktioniert eigentlich der Wahlkampf direkt in den Parteizentralen sozusagen? Und Sie können es an dem Logo vielleicht hier schon erkennen, CDU-Kreisverband Steglitz-Zehlendorf. Da klopfen wir mal und mal sehen, wie hier die Tür öffnet. Hallo, grüße Sie. Das ist nämlich Karl-Georg Wellmann. Er kandidiert nämlich hier im Kiez für die CDU. Ich würde sagen, alle Mann, komm mal rein. Herr Wellmann, stellen wir uns gleich neben Ihr Plakat. Ja. Ja, ich habe es gerade eben im Treppenhaus angesprochen. Draußen regnet es. Ist natürlich ein blödes Wahlkampfwetter, oder auch für Sie? Ja, aber wir hatten tolle Wochen jetzt. Nur mit Sonne, kaum Regen. Das ist der erste Tag. Und da bringt es nichts, Flugblätter zu verteilen. Die werden nass und die Leute nehmen sie nicht. Mhm. Deshalb machen wir Innendienst heute. Das heißt, Sie hoffen auf gutes Wetter für die kommenden Tage. Sie haben ja nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl. Ne? Ja, aber die sind total ausgefüllt. Bestimmt noch 100 Termine gleich zur Schuldiskussion in einem Gymnasium. Kaffeetafel mit Senioren, Bürgersprechstunde, also alles, was wir reingeben können, machen wir jetzt auch. Das heißt, Sie sind langsam schon im Endspurt, weil viele ruhen sich ja aus auf den Lorbeeren der Vorwochen und sagen, ich habe mit so vielen schon gesprochen, die Stimme ist sicher. Wir arbeiten voll durch. Seit Ende der Ferien, Anfang August, sind wir jetzt, ich glaube, 5 Wochen unterwegs und 2 Wochen haben wir noch und die werden voll geackert mit allen Mitarbeitern, die ganze Partei macht mit. Mhm. Nun stehen wir gerade hier vor einem Wahlplakat. Wer in Steglitz-Zehlendorf wohnt, sieht das tagtäglich. Wie viele Gedanken macht man sich eigentlich im Vorfeld? Was ziehe ich an? Wie sehe ich aus? Jetzt haben Sie einen Pullover. Im Vorgespräch haben Sie gesagt, Sie hassen eigentlich Jacketts. Ja. Ist eigentlich doof für einen Politiker, oder? Man sieht ja einen Politiker immer nur im Sakko. Ja, aber Sie sehen, Krawatte ist nicht dabei. Mhm. Es soll ja ein bisschen locker aussehen, soll nicht so steif aussehen, soll nicht so typisch politikerhaft aussehen. Deshalb macht mein Hund auch mit. Fanny ist mitten dabei. Fanny ist sozusagen der Wahlkampfheld, oder? Komm mal hier. Ja, und spielt der mit. Der ist sozusagen der Wahlkampfheld. Spielt am liebsten mit CDU-Luftballons. Okay. Das hat ja auch schon die Zeitung für sich entdeckt. Fanny ist erst 18 Monate jung. Ja. Ich kann mich an der Geschichte entsinnen aus 2005. Da hatten Sie, glaube ich, einen Dackel. Ja. Der musste von der Feuerwehr gerettet werden. Erklären Sie mal ganz kurz, was da passiert. Der ist in den Fuchsbau rein und dann hat meine Tochter vor Panik die Feuerwehr gerufen. Die haben ihn ausgebuddelt. Aber er lebt nicht mehr. Der ist schon vor 2 Jahren aus Altersschwäche gestorben. Aber das Ganze war ja am Ende doch noch ganz kostspielig für Sie. Und über 5.000 Euro mussten Sie an die Berliner Feuerwehr bezahlen. Ja, aber da können Sie als Politiker nicht sich weigern. Das müssen Sie dann machen, wenn das so ist. Mhm. Und das ging ja durch ganz Europa, die Story. Wurde überall darauf angesprochen. Und eine Dame, kurze Zeit später, musste ihr Tier auch gerettet werden. Die hat schon weitaus mehr bezahlt, weil es da zwischendurch eine Gerichtsentscheidung gab, wenn ich mich richtig informiert habe. Konnten Sie mittlerweile mit dem Innensenator Frank Henkel reden, dass die Gebührenordnung ein bisschen runtergeschraubt wird? Weil eine Tierrettung ist ja auch eine wichtige Sache. Und wenn denn so eine Kosten anfallen für die Die Feuerwehr versucht, kostendeckende Beiträge zu nehmen. Müssen sie ja auch, weil die Kassen müssen sie, das sind ja Steuergelder und werden nicht auf seinen Hund aufpasst, der hat Pech gehabt. Hm. Ich konnte es zahlen, aber für viele ist es natürlich, wäre es unerträglich, sowas zu zahlen. Also da muss auch eine Härtefallregelung her, das will ich mit Frank noch besprechen. Hm. Okay. Ich würde sagen, weil wir gerade so schön bei diesem Plakat hier standen, wir gehen mal ein bisschen rüber zu anderen Plakaten. Gehen Sie ruhig auf die andere Seite, weil dann kann der Kameramann besser das Ganze einfangen. Was ich mich immer als Otto-Normal-Wähler auch ein bisschen frage, warum stehen da bloß 2 Wörter? Kann man mit 2 Wörtern quasi nur, sag ich mal, den Autofahrer, der daran vorbeifährt, erreichen? Gibt es da so richtig Werbeagenturen, die sich darüber Gedanken machen? Also Sie haben im Durchschnitt 1 bis 2 Sekunden Aufmerksamkeitswert für so ein Plakat. Mhm. Das heißt, wenn Sie da Ihr Wahlprogramm draufschreiben, viele sagen, na hören Sie mal, das ist ja nichtssagend. Es liest kein Mensch, wenn da mehr draufsteht. Da müssen Sie prägnante Formeln draufschreiben. Gemeinsam erfolgreich mit der Kanzlerin für Steglitz-Zehlendorf bei mir. Das ist so, das ist Aufmerksamkeit. Das heißt, die Partei ist da, sie ist organisiert, sie kümmert sich um die Bürger, sie wirbt um Stimmen, ganz wichtig. Hm.
Und dann so ein paar Schlagworte, wie wir es haben, für solide Finanzen zum Beispiel, für Familienpolitik, weil wir für die sehr viel gemacht haben. Aber bleiben wir mal gemeinsam erfolgreich, weil hier einmal die Kanzlerin ist und einmal ohne die Kanzlerin. Wie erfolgreich war denn Karl-Georg Wellmann in der vergangenen Legislatur für Steglitz-Zehlendorf im Bundestag unterwegs? Ich glaube sehr. Wir haben ja, die Wahlkreisarbeit ist fast das Wichtigste im Leben eines Abgeordneten. Wir haben hier ein Riesenthema, das sind die Flugrouten. Da habe ich sehr viel erreichen können, zusammen mit Verkehrsminister Ramsauer, für die Bürger hier. Das heißt, in Steglitz-Zehlendorf bleibt es künftig ruhig? Oder? Nein, nicht ganz, aber wir sollten ja zur Einflugschneise gemacht werden. Das wäre schrecklich geworden und wir haben sehr, sehr viel Verbesserungen schon erreicht. Nun wird es noch ein paar Jahre dauern, bis der Flughafen kommt. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir dann Regelungen haben werden, die erträglich sind für die Menschen. Sie waren ja auch bei den Demonstrationen garantiert mit dabei. Ja. Kommen die Leute jetzt immer noch oder ist das Thema jetzt ein bisschen beruhigter geworden? Kommen die Leute jetzt immer noch und sagen, naja, was wird denn jetzt nun draus? Ja, natürlich. Also ich habe heute um 18 Uhr Bürgersprechstunde zum Beispiel. Hm. Da sind auch wieder Bürger, die sich erkundigen wollen, die sich einfach sachkundig machen wollen. Weil es ja in der Zeitung steht. Heute steht wieder, Medorn weiß noch nicht, wann der eröffnet wird. Das lesen die Leute und sagen, was ist, wenn? Ja. Kann ich hier wohnen bleiben? Wird es unerträglich laut? Und ich denke, wir können so ein bisschen Entwarnung geben inzwischen. Was ich mich so frage, alle wollen in Urlaub fliegen, aber keiner will den Lärm ertragen. Das heißt, was sagen Sie denn Ihren Wählern, wenn die mit Fragen kommen, wo ist der Kompromiss? Also wir können doch nicht einen Flughafen draußen vor der Stadt bauen und dann die Flugzeuge über die Stadt leiten. Das ist ja grotesk. Hm. Wenn Sie in Richtung Westen abfliegen von Schönefeld zukünftig, da haben wir genug Platz. Dann können die entweder außen rum, wenn sie nach Norden müssen, nach Kopenhagen oder Stockholm, oder eine Südroute drehen, wenn sie nach Moskau oder Peking fliegen wollen. Also es gibt dort bei gutem Willen viele Möglichkeiten, die nicht das Ballungsgebiet hier belasten. Das heißt aber auch nicht andere Stadtteile belastet den Südosten. Nein, wenn Sie im Süden fliegen, fliegen Sie über Brandenburger unbewohntes Gebiet. Ja. Und da muss man gucken, dass da nicht kleine Städte mittendrin liegen. Aber die Flugrouten kann man so legen, dass möglichst wenig Menschen belastet werden. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal noch ein Stück weiter zu den Plakaten und haha, da ist doch eine Krawatte. Das heißt, Sie müssen den Spagat wagen, wen will ich ansprechen? Ja, es gibt viele, gerade ältere oder konservative Leute, die sagen, es ist ja völlig unmöglich, dass der ohne Krawatte rumläuft. Mhm. Also ich habe das ja bei der Kanzlerin Fotografin, die hat es gemacht für uns, die Fotos. Die sagte also einmal mit, einmal ohne. Mir ist ohne lieber, aber es gibt Gelegenheiten, wo man muss. Das finde ich spannend, die Kanzlerfotografin. Das heißt, Angela Merkel, ich kann mich erinnern, bei der letzten Bundestagswahl, da haben viele gesagt, Mensch, da haben die aber am Computer enorm nachgeholfen. Was mir so ein bisschen auffällt, sie wirkt viel natürlicher auf den aktuellen Plakaten. Hat da die Kanzlerin, haben Sie da auch Mitspracherecht, was letztendlich so ein Foto angeht? Hey Leute, macht man nicht so viel Bildbearbeitung? Weil oftmals geht ja das, die Energie mit den Technikern dann auch durch, oder? Also Sie haben ja Fototermine, wo hunderte von Fotos gemacht werden in den verschiedenen Lagen, mit verschiedener Beleuchtung, mit verschiedenen Sachen, die man anhat, mit verschiedenen Motiven und am Ende sitzt man vor 100 Stück und muss aussuchen. Das ist die schwerste Zeit, weil die Ehefrau sagt das und das auf keinen Fall. Darf die Ehefrau mitsprechen? Ja, natürlich. Okay. Um Gottes Willen, ich kann das alles nicht. Und ich frage auch alle Mitarbeiter, die nach ihrer Meinung möglichst viele. Ich frage den Bürgermeister hier im Bezirk. Und am Ende kommen Fotos raus. Ein paar mögen sie nicht, ein paar mögen sie. Und man wird ja nicht gewählt, weil das Foto am buntesten ist, sondern das ist nochmal ein Erinnerungsthema. Die sagen, ach, das ist der, ja, von dem haben wir schon gehört. Mit dem haben wir vielleicht auch schon gesprochen, wenn es mal nicht gerade draußen regnet. Sie haben ja bei der letzten Bundestag, Sie kandidieren jetzt zum dritten Mal für den Deutschen Bundestag, ich glaube 2% weniger geholt, 38% statt 40, wie in der Wahl davor. Nein, wir haben uns deutlich gesteigert. Von 2005 auf 2009, da sind wir schon deutlich besser geworden. Okay, was ist jetzt so Ihr Steckenpferd? Den Wahlkreis holen, die mehr kriegen als die anderen Kandidaten. Die Kirche wird im Dorf bleiben und ich wäre zufrieden, wenn ich wirklich mehr kriege als die anderen. Aber es sieht ganz gut aus, glaube ich. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal noch ein Stück rum.
Was verteilt man denn so im Wahlkampf an die Leute? Dann haben wir hier einmal die CDU-Größen Frank Henkel und Angela Merkel, ja, klar, im Land Berlin, klar, im Bund. Wollen die Leute da sowas mitnehmen? Fühlen die sich dadurch angesprochen? Oder sagen sie, nee, eigentlich sind die Einkaufschips beliebter, ja, und die Kugelschreiber als, sag ich mal, ja, so ein gemeinsames Parteiprogramm, Regierungsprogramm? Also am Stand, wir sind ja fast täglich draußen, fragen viele nach dem Programm, mhm, weil sie bestimmte Sachen nachlesen wollen. Wie ist eure Familienpolitik? Wie ist es mit dem Euro? Ja. Und dafür müssen wir das dabei haben, in Langfassung und in Kurzfassung. Und wer sich, also das ist das Wie viele Seiten Programm hat das jetzt hier? Fast 80, ne? In Langfassung. 77, ja. 78. Na gut, das ist die Bundesrepublik. Weniger als die SPD. Ich glaube, da habe ich letztens mit Frau Nahles ein Interview gehört im Radio. Sie wollte auf 80 Seiten landen, ist auf über 100 gelandet. Das heißt, weniger ist mehr? Ja, wir sagen Klasse statt Masse. Mhm. Wir regieren ja seit acht Jahren führt die Bundeskanzlerin dieses Land. Und jeder kann das nachlesen. Es steht in den Zeitungen. Alle Zeitungen bringen die verschiedenen Programmpunkte der Parteien. Und sagen wir mal so, Giveaways, unsere Einkaufschips sind ungeheuer beliebt. Ganz toll sind unsere Luftballons. Weil dann die ganze Straße tragen die Kinder die Luftballons und machen indirekt Werbung für uns. Okay, na gut. Ich würde mal ganz kurz Ihre Mitarbeiter ansprechen. Hallo, erstmal TV Berlin. Sie arbeiten für Herrn Wellmann. Was beraten Sie da gerade? Sieht aus wie ein Stadtplan. Wir beraten gerade die Verteilung der Kandidatenflyer in die Hausbriefkästen. Aha, wie wichtig ist das, gerade in so einem Flächenbezirk hier? Ist schon sehr wichtig, einfach damit die Leute nochmal auf die Wahl aufmerksam gemacht werden und auch damit wir sozusagen nochmal daran erinnern, gehen Sie wählen. Wir haben auch eine Anleitung zum Thema Briefwahl in diesem Flyer, was für uns für die CDU sehr wichtig ist, weil wir traditionell sehr hohe Stimmanteile bei den Briefwählern haben. Und deshalb ist auch das sozusagen nochmal für uns als Erinnerung sehr, sehr wichtig, dass die Leute diese Informationen zur Briefwahl nochmal bekommen. Was haben jetzt die unterschiedlichen Farben zu beurteilen? Was die Leute in den Ecken eher wählen oder was? Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Das sind einfach Gebiete, in denen die freiwilligen Helfer verteilen können. Ah, ja. Die Gebiete sind alle so gemacht, dass auch Ältere, die sich engagieren möchten, keine zu großen Wege haben, nicht zu viel Material tragen müssen und dann... Und Sie müssen ja zuordnen, nicht, dass die Helfer zweimal verteilen. Ja. Man muss ja sagen, du machst die und die Straßen und der andere, die kriegen dann so eine Karte, die Leute, und dann wird das eingekringelt und dann wissen sie genau auch die Schnittbezirke, wo wer zu verteilen hat. Wie viele Hausbesuche machen Sie eigentlich? Stelle ich mir gerade hier unten ein bisschen schwierig vor, weil da kann man ja nicht mit einem Hausflur gleich 100 Mietparteien abdecken. Also wir machen in diesem Wahlkampf keine Hausbesuche, weil wir die Erfahrung machen, die Leute wollen nicht belästigt werden. Mhm. Schon gar nicht nach Feierabend. Tagsüber sind sie zur Arbeit und abends wollen sie ihre Ruhe haben, am Wochenende auch. Wir bieten ja öffentlich Sprechstunden an. Ich bin für jeden zu sprechen, am Telefon, per E-Mail, hier in meinen Sprechstunden, draußen am Stand. Häufig schreiben mir die Leute E-Mails, stellen sehr komplizierte Fragen, wo ich 50 Seiten schreiben müsste, um sie zu beantworten. Dann lade ich die Leute ein und sage, ich bin dann und dann an der und der Stelle, kommen Sie und da können wir uns ausführlich unterhalten. Das ist unsere Position. Okay, und wir wollen gleich nach einer ganz kurzen Werbepause, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich noch mehr erfahren, wie funktioniert Wahlkampf hier in Steglitz-Zehlendorf. Wir sind vor Ort ja bei dem CDU-Kandidaten Karl-Georg Wellmann. Also bis gleich nach einer kurzen Pause sind wir wieder für Sie da.